Was auch noch eine Inspiration sein kann, eine Anregung, ist dieses Modell, das ich Ihnen in der letzten Veranstaltung, Ende der letzten Veranstaltung, nur relativ kurz gezeigt habe, nämlich das SAMR-Modell von Ruben Puente-Hura. Und dieses Modell soll beim Verstehen helfen, was mögliche Veränderungen von Lern- und Bildungsprozessen mittels digitaler Medien ermöglichen können. Also soll uns weiterhelfen, über die Möglichkeiten, über die Potenziale nachzudenken, die digitale Medien für die anregende, für die aktivierende Unterrichtsgestaltung haben können. Und wichtig ist dabei, dass dieses Modell keine Hierarchie abbildet, auch wenn man das vermuten könnte, nämlich von Substitution über Augmentation, Modification, Redefinition, da ist ja eine vielleicht angenommene Steigerung. Tatsächlich ist aber die Idee nicht, dass dort eine Hierarchie drin steckt. Mehr ist besser oder auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, je digitaler, desto besser. Sondern die Idee ist eher, dass es anregen soll, welche Möglichkeiten, welche Möglichkeiten bieten digitale Medien im Unterricht. Also der grundsätzlichen Möglichkeit. Und das natürlich dann in Abhängigkeit vom didaktischen Dreieck. Also ähnlich wie das didaktische Dreieck ist das SAMR-Modell ein Hilfsmittel für die didaktische Planung. Und wenn Sie sich über, wir schauen uns erstmal die Substitution an, das meint, also übersetzt natürlich das Ersetzen, das hatte ich letztes Mal schon kurz gesagt. Was ich letztes Mal noch nicht gemacht habe, ist ein paar Beispiele genannt, mit denen man sich das vielleicht auch besser vorstellen kann, was unter diesen Modi verstanden wird. Und Ersetzen ist dabei noch relativ klar. Das heißt, da geht es darum, die Funktion eines tradierten, eines klassischen Mediums zu ersetzen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, und könnte sich sozusagen dieser Hierarchiegedanke daraus ableiten, was nicht so spannend ist. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt einfach nur ein Medium durch ein, also beispielsweise ein analoges Medium, ein tradiertes, ein klassisches Medium durch ein digitales Medium ersetze, dann ist das natürlich erstmal nicht so interessant. Was aber interessant ist, und das wird häufig unterschlagen, wenn es um das Lehren und Lernen mit Medien geht, ist, dass Sie als Lehrerin, als Lehrer, als Pädagogin, als Pädagoge sich das Leben leichter machen mit bestimmten Medien. Das heißt, dass Sie nämlich nicht, vielleicht kennen Sie das noch aus der eigenen Schulzeit, vielleicht aber noch nicht, dass es diese riesengroßen Wagen gab, die dann die Lehrerinnen und Lehrer irgendwo, wer weiß, woher schieben mussten. Einige lachen schon, okay, Sie wissen, was ich meine. Diese riesengroßen Wagen, die dann, und das ist zum Beispiel etwas, das braucht man nicht mehr unbedingt, wenn man ein Tablet oder ein Smartphone hat und dann beispielsweise über Apple TV oder andere Geräte, natürlich gibt es das von jedem Hersteller, dann einfach eine Verbindung zu dem Smartboard oder zu der digitalen Tafel herstellen kann. Und dann das, was Sie ursprünglich zeigen wollten, einen kleinen Videoclip, eine Animation oder Ähnliches, dann direkt auf dem Beamer zeigen kann. Das macht es einfacher und leichter. Das heißt also, die Substitution hört sich erstmal nicht so spannend an, aber ist insofern in Bezug auf die Mediennutzung, also wenn wir davon ausgehen, dass Medien das Verständnis erleichtern können, Animationen, Bilder, die sie entsprechend im Unterricht verwenden können, und sie es relativ einfach haben, dieses Medium, dieses Bild entsprechend in ihrem Unterricht einzusetzen, dann ist das durchaus ein Gewinn. Weil sie werden das dann, wenn sie es leichter haben, wahrscheinlich auch häufiger machen. Weiteres Beispiel könnte sein, das Nutzen der Kamera. Das heißt also, das Nutzen der Kameras zum Beispiel in den schülereigenen Smartphones, mit denen Sie zum Beispiel die Perspektive thematisieren können. Da vielleicht auch gleich der Hinweis, es gibt ja in einigen Schulen gibt's ein sogenanntes Handyverbot. Wann immer Sie als Lehrerin, als Lehrer sagen, ich möchte gerne, dass
das Handy, das Smartphone der Schülerinnen und Schüler im Unterricht einsetzen, dann ist es plötzlich nämlich kein Handy, das verboten ist, sondern ist es ein Lerngegenstand. Also nur eine Frage der Definition. Also merken Sie sich das am besten, wenn Sie gerne mit Handys oder Smartphones arbeiten wollen, künftig in Ihrer Schule, und es gibt dort komischerweise immer noch ein Handyverbot, dann können Sie sich darüber hinwegsetzen, weil dann ist es ein Lernmedium. Augmentation, also der nächste Aspekt des SHMR-Modells geht über das Ersetzen hinaus und erweitert die Möglichkeiten des jeweiligen Mediums noch einmal. Also Beispiel könnte sein, Sie schreiben nicht nur auf Papier, sondern Sie lassen die Schülerinnen und Schüler mit Word oder einem anderen Textverarbeitungsprogramm schreiben, und dieses Textverarbeitungsprogramm enthält darüber hinaus eine Rechtschreibkorrektur. Dass man durchaus nochmal thematisieren kann, wann zeigt diese Rechtschreibkorrektur, die funktioniert ja auch nicht immer hundertprozentig, wann funktioniert diese Rechtschreibkorrektur, wie kann uns diese Rechtschreibkorrektur helfen und Ähnliches. Das heißt also, das ist ein sehr einfaches Beispiel, wie man eine klassische Medienfunktion erweitern kann. Eine andere Möglichkeit könnten zum Beispiel Dokumente, so zum Beispiel Google Docs und Ähnliches, Etherpads sein, die im Netz das kollaborative Arbeiten ermöglichen. Das heißt also, man gemeinsam, wir nutzen ja in dieser Veranstaltung ein gemeinsames Etherpad, das heißt also, da kann man kollaborativ Texte erzeugen. Das ist zum Beispiel auch eine Erweiterung einer klassischen Medienfunktion, jetzt in diesem Fall der Herstellung eines Texts. Wenn man jetzt an die Kamera von Smartphones denkt, dann wären damit zum Beispiel aber auch Bildbearbeitungen möglich. Bild oder sogar hin bis zur Videobearbeitung. Noch kurz in die Modifikation, also in die Änderung hineinschauen. Damit könnte man Lehr-Lern-Situationen, Lehr-Lern-Prozesse neu gestalten, die so in der Vorstellung des Modells, die zuvor nicht möglich waren. Also man könnte zum Beispiel in den Unterricht Kommunikationswerkzeuge integrieren. Also zum Beispiel mit Instant-Messaging-Systemen arbeiten, wie WhatsApp zum Beispiel, oder mit E-Mail arbeiten. Man könnte zum Beispiel auch die Schülerinnen und Schüler Grafiken entwerfen lassen. Also mit textuellen, mit visuellen, mit auditiven Werkzeugen arbeiten. Oder auch diese auditiven und visuellen Produktionen dann zusammenbringen. Wobei wir dann schon fast bei der letzten Funktion wären, bei dem Redefinition, also bei der Neubelegung. Und Puente Dura meint damit, dass das digitale Medium dann ganz neue Aufgaben ermöglicht, die man zuvor noch gar nicht in Lehr-Lern-Kontexten, in Bildungskontexten gedacht hat. Das heißt also, zum Beispiel könnte man statt dem Schreiben von Essays digitales Storytelling, oder zum Beispiel könnte man E-Books, also aus den produzierten auditiven, visuellen Elementen könnte man Multimedia E-Books zum Beispiel erzeugen, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam. Ein weiteres Modell wäre zum Beispiel das, was Sie hier an der Hochschule gegebenenfalls auch in meinen Veranstaltungen schon erlebt haben, nämlich das Modell des Flipped Classroom. Das ist auch etwas, was nur durch die Möglichkeit, dass wir jetzt beispielsweise Videoaufzeichnungen machen können und dann dadurch die Inhaltsvermittlung drehen können. Also ursprünglich ist es ja, ich weiß nicht, ob Sie das Modell des Flipped Classroom kennen, und wenn Sie es praktisch schon erlebt haben in der Veranstaltung, einige schütteln den Kopf, dann sage ich es ganz kurz. Also die Idee des Flipped Classroom ist, dass Sie nämlich, dass die Unterricht, also die üblicherweise wird im Unterricht der Inhalt, der Lerngegenstand thematisiert und entsprechend
vermittelt, in Anführungszeichen. Und im Flipped Classroom-Konzept ist es genau umgedreht. Die Idee ist, dass die Erarbeitung des Lerngegenstands zu Hause stattfindet, als Hausaufgabe, asynchron zum Beispiel auch, und dass dann die Zeit im Unterricht oder eben hier im übertragenen Sinne in der Hochschule, im Seminar, dann über diesen Unterrichtsinhalt, über den Lerninhalt gesprochen wird. Zur Vertiefung beispielsweise und zum nochmal darüber nachdenken, weiterdenken. Sie erkennen da drin ein ähnliches Konzept, wie wir das hier in dieser Veranstaltung mit den Austauschveranstaltungen machen. Das heißt also, das ist ein Konzept von vielen natürlich, die möglich werden, dadurch, dass wir insgesamt die Möglichkeit haben, digitale Medien zu nutzen. Und damit ein gutes Beispiel, finde ich, für das Redefinition aus dem SRM-Modell. Nach diesem kurzen Rückblick jetzt in die medialen Möglichkeiten, nochmal kurz ein Reminder über die zentralen Annahmen der Mediendidaktik. Die zentrale Annahme der Mediendidaktik ist, jetzt mit Fokus auf die Lernenden gesehen, dass der gezielte Einsatz von Medien bzw. medialer Hilfsmittel Lernen befördern kann. Also das ist, denke ich, so in den einigen Beispielen, die ich jetzt genannt habe, bestimmt ganz gut klar geworden. Und das, was ich auch schon sagte, dass Lehrende natürlich aber auch vom Nutzen digitaler Medien profitieren können, wenn nämlich Lehre unterstützt wird dadurch oder eben entsprechend erleichtert werden kann. Also einige Beispiele hatte ich Ihnen ja auch schon genannt. Und eines der ersten, vielleicht erinnern Sie sich noch an die erste Veranstaltung, die Schwierigkeit Ihrer drei Kommilitoninnen zu erklären, was Medienkompetenz ist, und zwar pantomimisch zu erklären. Das heißt also, wenn man keinerlei Medien hat, außer vielleicht Gestik und Mimik, ist doch, da glaube ich, an diesem Beispiel kann man ganz gut sehen, wie sehr Medien uns das Lehren und Lernen erleichtern können. Okay, aber Sie haben bestimmt noch das ein oder andere Beispiel noch im Hinterkopf. Nehmen Sie das ruhig mal mit, wenn wir uns jetzt in den nächsten Minuten kurz darüber verständigen, was denn eigentlich Lernen ist. Also das heißt, die Idee ist, noch einmal in den Weitwinkel zu gehen. Wir haben uns jetzt Lehr- und Lernprozesse angeschaut. Ich weiß aber von Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, dass nicht alle bereits entsprechend in der Psychologievorlesung die Lerntheorien sich angeschaut haben, und deswegen ein kurzer Einblick, der mir helfen wird, dann gleich, also ein Exkurs zu den Lerntheorien, zu den Lernmodellen, der mir helfen wird, gleich das, was danach kommt, nämlich der genauere Blick in die Potenziale von digitalen Medien, dann nochmal besser nachvollziehen zu können. Also, kurzer Exkurs nur, damit es für diejenigen, für die es eine Wiederholung ist, keine langweilige Wiederholung gibt, und für diejenigen, die sich entsprechend noch nicht mit Lerntheorien beschäftigt haben, zumindest so eine vage Vorstellung davon gibt, worum es geht, wenn es um Lernen geht.